Hey Freunde, willkommen zurück zu Scribblenauts und ja, wir nähern uns, wie beim letzten Mal erwähnt, natürlich in großen Schritten dem Finale. Wir haben noch drei Level übrig. Das ist zum einen Jokers Funhouse, zum anderen Themyscira, die Heimat von den Amazonen und Wonder Woman und dann der große unbekannte Endlevel. Natürlich haben wir auch noch die ganzen Origin Stories. Die wir vermutlich dann aber irgendwann mal, muss ich mir mal angucken, was die für einen Umfang haben, aber dann wahrscheinlich mal in der Zukunft machen werden. Erstmal würde ich sagen, springen wir in Jokers Funhouse und ich bin gespannt, hoffentlich mal wieder ein bisschen Batman zu sehen, denn ich weiß ja, wie sehr ihr die Batman-Stimme mögt. Nein, die setze ich nur ein, wenn wir auf Batman treffen, liebe Freunde, nicht einfach so. Jokers Funhouse, wo hinter jedem Grinsen Gefahr lauert. Oh, Damien. Robin. Du bist also dieser Maxwell, von dem ich gehört habe. Robin? Batman hat mir erzählt, dass in Jokers alten Verstecke in letzter Zeit jede Menge los ist. Was seltsam ist, denn es steht schon seit langem leer. Ich wollte es mir ansehen und habe Hardy und deinen Doppelgänger beim Herumschnüffeln beobachtet. Das bedeutet, dass sich in diesem Funhaus ein Starride befindet. Offensichtlich. Also, wie lautet der Plan? Ich muss mich um Quinn kümmern. Die anderen Probleme im Funhouse eignen sich vermutlich besser für jemanden mit einem Notizblock. Aber wenn du Quinn oder deinen Doppelgänger siehst, sag mir Bescheid. Sicher doch, wir werden mit allem fertig, was sie uns entgegensetzen, Robin. Wir sind die stärksten Kinder, die es hier gibt. Ich sehe vielleicht aus wie ein Kind, aber wir haben nichts gemeinsam. Ich bin ein Profi. Also, wenn du möchtest, kann ich eine Krawatte tragen. Was? Ach, nichts. Großartig, ja, das war natürlich Damien, man hat es am Suit gesehen. Gut, Jokers Funhouse, schauen wir uns mal die Location so ein bisschen an. Gefällt mir relativ gut hier mit den riesigen Joker-Köpfen oder Clowns im Hintergrund. Gucken wir, was haben wir hier alles. Hier oben, oh, auch schick. Ist richtig toll geworden von der Location her. Ist aber auch relativ klar, oh, unten geht es noch weiter. Die unteren Stockwerke sind entscheidend. Hier hinten haben wir unsere Hauptmission. Robin gegen Harley Quinn. Da gehen wir gleich hin. Vorher gucken wir mal ganz kurz. Vielleicht können wir auf der Schnelle noch ein, zwei Sachen erledigen. Um Folgendes retten. Die Ruine. Okay. Was haben wir hier vorne? Er hat seine magischen Utensilien vergessen. Das können wir mal eben machen. Zauberstab. So ein bisschen hier mitnehmen. So. Kriegen... Sehr schön. So, was haben wir hier? Das Dreirad hat keine Bremsen und wird mich treffen. Okay. Ich überlege gerade, können wir dem was in den Weg stellen oder vielleicht einen Stein? Nö, wir können ihr einen Stein in die Hand geben. Na gut, wir springen jetzt direkt mal zum Funhouse. Ja, du brauchst Hilfe bei der Ruine. Ich hab's ja mitbekommen. Ich hab's ja gehört, junger Mann. So, wie komme ich denn jetzt da hoch? Wo ist denn hier der Aufgang? Da. So, was hast du für Probleme hier vorne? Hilf mir Folgendes zu spielen. Spielautomat. Ja, dann brauchst du wahrscheinlich eine Münze, junge Dame. Nicht so wirklich. Ich meine, wir können damit ja spielen. Willkommen in der 8-Bit-Welt. Nein, ich will nicht spielen. Ne? So. Lass mich hier raus. Okay, das war schon mal falsch, die Münze. Ja, soll es egal sein. Wir wollen zum Funhouse. Was kümmern uns die Probleme der anderen hier? Ja, wir könnten natürlich die Ruine aufbauen. Die Frage... Achso, genau. Ist doch einfach. Handwerker. Na, will er nicht? Okay. Schraubenschlüssel. Klettern, das klappt auch nicht. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir können das hier fixen. Naja, soll uns nicht stören. Wir haben gesagt, wir wollen Robin gegen Harley Quinn machen. Wir haben ja genug von den Wayne-Punkten. So, also ab geht's. Hauptmission. Tief in Funhouse. Es wird ernst. Quinn! Mich laus der Affe, Vogelhirn und Hahnkopf. Was macht ihr beiden denn in Schnuckis Haus?
Was auch immer ihr vorhabt, jetzt ist es aus. Ich habe keine Zeit für euch. Mr. J und der große Boss brauchen ihre Starlight Drink. Das hätte ich euch wirklich nicht sagen sollen. Ups. Komm schon, Popelfänger. Lass uns abhauen und dieses Ding finden. Ich heiße Doppelgänger. Habe ich doch gesagt. Ihnen nach. Ja, dann wollen wir uns mal auf die Verfolgungsjagd begeben. Oh, was haben wir denn hier? Was hat der Joker nochmal mit diesen völlig überdimensionierten Requisiten? Also der Starlight, nach dem sie suchen, muss sich hinter einem dieser Requisiten befinden. Wir müssen ihn finden, bevor sie es tun. Er schaffe etwas, das diese Requisiten brauchen würde. Okay. Okay, wir haben eine Scheune, das heißt eine Kuh. Okay, es hat geklappt. So, was haben wir hier? Ein Lebkuchenhaus. Hungrige Meute. Hey, das ist nicht fair. Wir haben ihn zuerst gesucht. Schnell, sehen wir da drüben nach. Doppelt gemoppelt. Doppelgänger. Französisch war nie meine Stärke. Großartig von Harley. Hier entlang, Beeilung. Französisch war nie meine Stärke. Herrlich, herrlich. Ach ja. Seltsam, diese Requisiten sehen aus, als sollten sie die Justice League darstellen. Ich frage mich, was der Joker damit vorhat. Suchen wir auf jeden Fall weiter. Versuche, einen Superhelden zu erschaffen, der diese Requisiten gebrauchen könnte. Puh, okay, ein Fischtank haben wir. Also da brauchen wir natürlich Aquaman. Zack, okay. Wenn ich am Aquarium bin, wo könnte er sein? Okay, was haben wir hier? Eine Höhle. Ja, ist doch klar, ne? Batgirl, Batman. Na, 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 na. Offenbar ist nichts in der Höhle. Such woanders. So, ein Flugzeug. Wer braucht denn ein Flugzeug? Jeder Held, der nicht fliegen kann. Flash. Das war offensichtlich nichts. Wer kann denn ein Flugzeug gebrauchen? Wer kann denn nicht... Ich meine, es können so viele nicht fliegen, aber... So wirklich auf die Schnelle... Was ist denn hier am Rand los? Pamela Isley. Wer kann ein Flugzeug gebrauchen? Welcher Held braucht ein Flugzeug, liebe Freunde? Gut, wer kann das Flugzeug... Ich bin echt am Überlegen. Haben wir... Ich meine, ich hätte jetzt gedacht, jeder Held, der nicht fliegen kann. Aber die Sache ist natürlich die. Wir hätten natürlich die Möglichkeit, einfach Hal Jordan die Sache zu geben. Weil Hal Jordan ist ja Flieger. Wir hätten auch Carol Ferris machen können. Die ist natürlich kein Superheld, in gewisser Art und Weise. Meine Güte, du bist vielleicht ein schlechter Schatzsucher. Mr. J, mir das nicht gefallen, aber was noch schlimmer ist, dieser außerirdische Typ wird echt beleidigt sein. Hey, das ist nicht meine Schuld. Weißt du was? Vielleicht hast du recht. Vielleicht sind wir das ganz völlig falsch angegangen. Ich schlage vor, wir bringen diese Party in Schwung und laden ein paar neue Gäste ein. Hey, Red! Hast du noch nichts gefunden, was du suchst, Harley? Ich habe es probiert, aber diese beiden stehen mir immer noch im Weg. Außerdem habe ich gehört, dass Maxwells Notizbuch gar nicht aus recyceltem Papier besteht. Oh, wirklich? Vielleicht braucht er eine Lektion in Sachen Umweltschutz. Vielleicht können meine kleinen Setzlinge dabei helfen. Oh, sie sind so süß. Doppelgänger, gib meinen Babys etwas, damit sie schneller wachsen. Oh nein, sie hören gar nicht mehr auf zu wachsen. Maxwell, schnell, finde eine Möglichkeit, sie zu vergiften. Sie zu vergiften? Gift? Da scheint ihr Wachstum gebremst zu haben, aber sie sind immer noch riesig. Maxwell, finde eine Möglichkeit, sie auszudörren. Okay. Sonne. Okay, ich kümmere mich darum. Gib mir etwas, womit ich sie erledigen kann. Okay, wir haben es mit Robin zu tun, also Nunchucks. Do it. Kill them!
Meine geliebten Kinder, du Monster, wie konntest du nur? Nun, das war armselig. Machen wir einen Abgang. Zum Glück haben sie einen Starrite nicht bekommen. Aber wir auch nicht. Sei ja nicht so sicher. Oh, da oben haben wir den Starrite. Sie denken nie daran, da oben nachzusehen, was? Gute Arbeit. Wir haben soeben einen weiteren Starrite erhalten. Das machst du großartig, Maxwell. In Jokers Funhouse gibt es noch eine Menge Probleme. Wenn du also bleiben und helfen möchtest, nur zu. Ich muss gehen. Ich habe gehört, dass Ra's al Ghul im Wayne Manor war. Ob er noch dort ist, weiß ich nicht, aber ich muss ihn finden. Ja, ich verstehe. Ich weiß, wie es mit Familie so ist. Was? Nichts, bis dann. Ja, Robin muss sich um seinen Großvater kümmern. Wir sammeln den Starrite stattdessen ein. Ach, herrlich. Herrlich, da haben wir ihn. Da haben wir das Ding, da ist das Ding. Übrigens, interessante Sache, die wir erfahren haben, denn wir haben ja die ganze Zeit gerätselt, wer eigentlich hier dafür verantwortlich ist, dass ständig unsere Feinde rausgeportet werden. Jetzt haben wir gehört, Alien, sind wir mal ehrlich, es kann eigentlich nur Brainiac sein. So, wir springen direkt nach Temesiera und schauen mal, was die Amazonen so treiben. Halb bekleidete, nackte Frauen, kein Problem für mich. Temesiera, Paradise Island, Heimat der Amazonen. Halt, Eindringling! Solche wie du sind hier nicht willkommen. Schwestern, haltet euch zurück. Er steht unter meinem Schutz. Was ist los? Es tut mir leid, Maxwell. Auf Paradise Island werden Männer mit mehr Argwohn betrachtet, als du vielleicht gewohnt bist. Green Lantern hat mir gesagt, dass du auf dem Weg hierher bist. Schön, dich zu treffen, Prinzessin Diana. Und ich freue mich, deine Bekanntschaft zu machen, Maxwell. Batman spricht auch mit Hochachtung von dir. Wirklich, das ist fantastisch. Ich muss dich warnen. Ich fürchte, dass Cheetah auf der Jagd ist. Und darüber hinaus wurde ein Doppelgänger mit ihr gesehen. Sie sind ganz offenbar hinter einem deiner Starrites her. Sei vorsichtig, sie ist gefährlich. Ich werde vorsichtig sein, Wonder Woman. Es geschehen auch viele seltsame Dinge hier auf Temesiera. Ich glaube, du hast Ähnliches schon gesehen. Ja, überall solche seltsamen Geschehnisse. Mein Doppelgänger läuft wirklich amok. Es tut mir leid, dass er sich so verhält. Du bist nicht er. Die Entscheidungen, die er trifft, sind alleine seine. Also, du kannst entweder versuchen, Cheetah zu finden und den Starrite, hinter dem sie herrscht, oder du kannst Paradise Island erkunden. Du hast die Wahl. Wenn du Cheetah findest, ruf mich. Sie ist viel gefährlicher als das, sie von einem alleine gestellt werden sollte. Okay, Wonder Woman, ich werde sie finden. Nur keine Sorge. Möge Hera über dich wachen, Maxwell. Ja, willkommen auf der Insel der Amazonen. Die Aufgabe hier von Mixblitzen legen wir mal ab, weil die lohnt sich eher, wenn man nur ein bisschen die Welt erkunden will. Auch wieder sehr schöne Kulisse, um ehrlich zu sein. Gefällt mir richtig gut. So, was hat sie denn hier für ein Problem? Wir sollten einen Dinosaurierknochen für sie finden. Der hier ist, oder wie sehe ich das? In einem Schuhkarton. Da kommt mir natürlich direkt wieder 7 in den Kopf. What's in the box? What's in the box? Ja, so ein kleines Dinosaurier-Skelett. So ein ganz kleines. So, wir könnten... Ja, ich würde sagen, wir machen es wie immer. Wir springen... Was hat er hier für ein Problem? Du wirst mich nie fangen, das sagst du. Wir werden direkt in die Hauptmission reinspringen, ganz ehrlich. Wonder Woman gegen Cheetah ist ja Erzfeinde von Wonder Woman, ehemals beste Freundin, die ja von diesem Virus ja zu Cheetah verwandelt wurde, von dieser alten Magie. Na gut, fangen wir an. Später im Kolosseum. Cheetah wurde in die Enge getrieben. Barbara, es muss nicht so sein. Wir können immer noch ein Heilmittel für deinen Fluch finden. Ich will nicht von dir geheilt werden. Ich bin hier, um eine Macht einzufordern, die größer ist, als es der Godslayer jemals war. Siehst du nicht, es ist dein Hunger auf den Godslayer, der dich zu Cheetah gemacht hat. So oder so, du wirst heute ohne die Kräfte eines Starrites auskommen müssen. Das werden wir sehen. Doppelgänger jetzt. Ich versuche, sie abzulenken. Du musst einen Weg finden, um sie aufzuhalten. Maxwell. Doppelgänger hat Cheetah in eine Gorgone verwandelt. Ihr Blick kann dich zu Stein verwandeln werden lassen. Okay. Das ist ja eigentlich relativ einfach, oder? Riesiger Spiegel. So. Ja, wie man mit Gorgonen umgeht, kenne ich. Ich habe Percy Jackson gelesen. Ah, Doppelgänger verwandelt mich in etwas, das sie nicht besiegen können. Oh.
Bei den Göttern, ein Minotaurus! Maxwell, füge Wonder Woman ein Adjektiv hinzu, damit sie stärker wird. Okay, dass sie stärker wird. Stark wäre zu einfach, oder? Kraftvoll? Kraftlos? Kraftvoll gibt's nicht. Kräftig, kräftig. Wonder Woman ist kräftig. Doppelringer, es funktioniert nicht. Das ist deine letzte Chance. Oh. Oh. Mr. Krabs. Ich bin frei. Mit der richtigen Waffe kann ich sie besiegen. Der richtigen Waffe? Was ist das? Ist das eine Krabbe oder was soll das jetzt hier genau sein? Krake. Richtige Waffe. Okay, ja. Das Einfachste wäre natürlich einfach Panzerfaust, oder? Ja, toll, dass ich eine Panzerfaust gebe und sie damit schlägt. Na gut. Keine Spielchen mehr. Doppelgänger, lass eine Million wilde Löwen auf sie los. Dann hat sich das erledigt. Ich kann nicht. Was soll das heißen, du kannst nicht? Mein Buch ist nicht wie das von Maxwell. Es ist nicht unendlich groß. Es erhält seine Kräfte nur durch die eine Seite, aus der er mich erschaffen hat. Ja und? Also wird er irgendwann nicht mehr funktionieren und da draußen werden dann andere Freunde warten, die meine Hilfe brauchen. Die kümmern mich nicht. Du musst mir dabei helfen, Wonder Woman ein für alle Mal zu besiegen. Genug. Du hast wieder versagt, Doppelgänger. Ihr werdet beide zu mir zurückkehren. Jetzt. Nein, wir können ihn finden. Wir brauchen einfach Zeit. Deine Zeit ist um. Nein. Der Starrite muss unter dem Kolosseum begraben worden sein, als er hier gelandet ist. Das Wasser hat ihn losgerissen. Ich nehme ihn. Maxwell, Batman hier. Ich habe diese geheimnisvolle Übertragung abgefangen. Sie haben auf jeden Fall etwas Größeres vor. Weißt du, wer es sein könnte? Ich sammle immer noch Informationen. Aber wer auch immer es ist, Cheetah hat offensichtlich große Angst. Batman out. Maxwell, danke für deine Hilfe mit Cheetah. Du warst sehr mutig und sehr schlau. Gern geschehen, Prinzessin Diana. Wenn du es wünschst, kannst du deine Suche nach den übrigen Starrites fortsetzen. Aber du bist herzlich willkommen, so lange wie du willst, auf der Insel zu verweilen. Es gibt noch viel zu tun. Danke, Wonder Woman. Ja, da haben wir den nächsten Starrite und das heißt, wir haben alle offiziellen Starrites eingesammelt. Maxwell, tolle Arbeit, nur noch ein Starrite und wir können nach Hause zurückkehren. Cyborg ist mit Alfred und mir hier in der Batcave in Kontakt getreten. Er hat wirklich interessante Informationen über den Verbleib des letzten Starrites. Alfred und ich sind jetzt auf dem Weg zum Watchtower. Ich werde dich dorthin teleportieren. Okay, Lily, bis gleich.